heute mit Uli Pingel. Horst Held, heute Mittag auf dem Weg zur Pressekonferenz. Kein leichter Weg für den Schalke-Manager, denn er muss verkünden, dass Trainer Ralf Rangnick mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist. Aus gesundheitlichen Gründen, Rangnick leidet an einem Erschöpfungssyndrom, heißt es. Und damit herzlich willkommen im Zuschauer zur Bundesliga aktuell. Tja, die Verantwortlichen des FC Schalke 04 kam das Ganze völlig überraschend und dementsprechend steht der gesamte Verein natürlich unter Schock. Das zieht uns jetzt erstmal, gestern hat es mich den Boden und den Füßen weggezogen und heute sicherlich auch noch. Wir haben es, nachdem ich es dann gestern Abend erfahren habe, habe ich es meinem Vorstandskollegen Peter Peters informiert und den Aufsichtsratsvorsitzenden darüber informiert, dass sich das jetzt anbahnt. Dann gilt es natürlich, leider Gottes halt auch, eine Kette einzuhalten, dass man natürlich sensibel und seriös mit der Sache auch umgeht. Das heißt, wir haben heute Morgen vor dem Training die Mannschaft informiert, haben ihnen halt auch halt angekackt, die Gelegenheit genutzt, sich noch von der Mannschaft zu verabschieden. Und wie gesagt, die Mannschaft war dann jetzt beim Training und haben ihnen halt auch mitgeteilt, dass jetzt Seppo Eichhorn am Samstag auf der Bank die Verantwortung hat. Und ja, das ist sicherlich alles keine einfache Situation für uns. Wir müssen sehen, dass wir da natürlich auch das schnellstmöglich, wie soll ich das jetzt nennen, abarbeitet bekommen. Dass wir natürlich da halt auch sehen, dass wir uns wieder präsent machen am Wochenende. Ja, soweit Horst Held. Bei uns gleich alle Hintergründe dazu. Natürlich die Frage, wie konnte es so weit kommen? Wie geht es weiter? Was passiert mit Ralf Rangnick? Was passiert beim FC Schalke? Wer wird neuer Trainer? Und das alles bei uns. Außerdem José Mourinho haben wir, den Star-Trainer von Real Madrid, im ausführlichen Interview. Er spricht über seinen Star, unseren Star Mesut Özil und über die Stärken und Schwächen der Bundesliga. Außerdem gibt es Neues vom HSV. Sie wissen, die Trainersuche ist im vollen Gange. Es gibt viele Kandidaten. Hinter mir sind 5 Kandidaten. Laut Sport 1 Information ist gerade ein Kandidat in Hamburg zu Verhandlungsgesprächen, aber keiner von den 5, sondern ein